Willkommen zurück bei den Pathfinder in Tirol. Heute machen wir mit etwas anderem. Und zwar werden wir heute mal mit dem Metalldetektor gehen. Ich bin hier auf einem uralten Militärübungsgelände, was natürlich heute nicht mehr genutzt wird dafür. Und heute ist richtiges Sauwetter und es regnet. Aber ich dachte mir, besser bei Regen im Wald wie daheim auf der Couch. Und wir werden heute mal schauen, ob wir was finden. Weil ich war schon lange nicht mehr sondeln und ja, sollte man nichts finden, habe ich zur Alternative noch Tactical Foodback mit, dann werden wir halt ein Mittagessen kochen und die Zeit halt so im Wald verbringen. Aber ich würde sagen, ich nehme euch einfach mit und wir schauen mal, ob wir doch was finden. Ich habe da natürlich hinter meinem Metalldetektor, das ist ein Garrett Ace. Ich werde euch dazu ein bisschen was in der Beschreibung verlinken, beziehungsweise ein bisschen was dazu schreiben. Aber ich würde einfach sagen, wir starten einfach mal und lassen uns überraschen und mal schauen, ob wir was finden. Überall sind hier so kleine Stellungen im Wege. Und wie gesagt, das war früher mal ein Truppenübungsplatz. Da haben sogar schon die Franzosen vor, keine Ahnung, vor 150 Jahren oder was schon trainiert oder vor 100 Jahren. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und lassen uns überraschen, was uns erwartet. So, an Patronenhülsen, an leeren Scheit, das Ding. Ich glaube, ich habe die ganze Tasche schon voll, ein Magazin. Und ja. Aber über sind eben diese kleinen Stellungen, Einmannstellungen und Zweimannstellungen. Aber wie gesagt, das ist also bis jetzt nur Patronenhülsen. Da habe ich noch einen ganzen Schwung voll, die ganze Tasche war hier voll. Aber wie gesagt, wir geben nicht auf und schauen weiter. Ja, hier ist mal ein Stück von dem Stellungssystem, was da war. Mit einigen Laufgräben auch. Ich zeige mal ein bisschen die Umgebung. Ja, es ist voll durchzogen. Wie gesagt, also da könnte man den ganzen Tag verbringen und sondeln. Man würde vermutlich auch das einige oder andere finden, aber wie gesagt, ich bin jetzt nur Patronenhülsen und eben wie gesagt ein Magazin gefunden. Mehr würde mich interessieren, so Abzeichen oder ja, keine Ahnung, Knöpfe oder dass man weiß, aus welcher Epoche die Sachen sind. Ja. Ich würde sagen, schauen wir wieder weiter. Ja, okay, Leute. Jetzt habe ich natürlich ganz was Brutales gefunden hier. Aber schaut aus, wenn es schon abgeschossen worden ist. Also die wird leer sein. Aber nichtsdestotrotz ein gefährlicher Gegenstand. Und ja, werden wir was melden müssen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja Leute, es handelt sich bei dieser Granate um eine Übungsgranate. Weil das ja auch noch ein Truppenübungsplatz war. Das heißt also, sie ist nicht gefährlich, sie ist leer. Das ist natürlich jetzt ein super Fund, gell? Also wie gesagt, sie ist leer. Es handelt sich nur um eine Übungsgranate. Oben, wo das Gewinde ist, hat man hinter den Zünder reingeschraubt. Und unten kann dann hinterher die Knallpatrone rein. Ja, und simuliert dann hinter eine scharfe Handgranate. Wie gesagt, natürlich ist es ein gefährlicher Fund. Wenn ihr sowas findet, ruft die Polizei und wartet, wenn ihr euch nicht auskennt. Oder ruft gleich die Polizei. Und man sieht auch noch ein bisschen die blaue Farbe auf der Granate. Kommt wahrscheinlich vom österreichischen Bundesheer, schätze ich mal. Und genau wie Knallpatronen, die was blau sein, handelt sich da ebenfalls um Knallpatronen oder Übungsgranaten. Oder wie auch immer. Ja, natürlich haben wir jetzt eine super Stelle gefunden. Ah, werden wir weiterschauen. Super. Oh, jetzt dachte ich wieder was Schönes, aber eine Holzkrampe. Aber ist auch nicht schlecht. Super.
tippitoppi. Ja, nach circa anderthalb Stunden Suchen und dem brisanten Fund werden wir uns langsam auf den Rückweg begeben. Und ich werde natürlich auf dem Rückweg auch noch weiter suchen. Und dann werden wir uns ein kleines Plätzchen suchen und dann werden wir uns noch was zum Essen machen, würde ich sagen. Oh. Let's go. Ah, natürlich eine Münze oder ein Abzeichen, wäre schon super. Hä? Natürlich, wenn man mit einem Metalldetektor unterwegs ist, dann sind so Hochspannungsleitungen ganz, ganz extrem schlecht fürs Sondern, weil dahinter natürlich das beeinflusst mit Magnetfeld. Aber da müsste man einfach nur die Sensitivität vom Gerät einfach ein bisschen runterdrehen und dann geht es auch schon. Normalerweise müsste man die Sensitivität eh so reinstellen, bei Münzen oder stark leitende Metalle unter, kurz unter der Erde. Will ja auffindbar sein. Also wie gesagt, ich habe schon römische Münze gefunden in 1 cm Tiefe. Das sind immer noch so kleine Einmannstellungen. Wie gesagt, wenn wir einmal den umsondern. Da kommen auch immer so kleine Wildwechsel. Aber das scheint nicht der reguläre Weg gewesen zu sein. Ja, wie gesagt, mittels Dreien findet man überall eben diese kleinen Stellungen. Wie gesagt, wir waren ja heute nur ein ganz kleines Stückchen von diesem Militärübungsplatz. In Wirklichkeit ist er noch viel, viel größer. Aber da hat man hinter die Möglichkeit, hin und wieder mal herzugehen. Bei schlechtem Wetter oder so, um einfach mal zu schauen, ob man nicht vielleicht das eine oder das andere findet. Sehen wir da noch den kleinen Schützengraben ab hier. Mal, ob wir da noch was finden. Ja, jetzt haben wir schon schwer eine Hülse gefunden. Also hier findet man Patronenhülsen, ich glaube aus allen Epochen, aus allen Zeiten. Leider kann man die Stempelung nicht sehen. Aber ich werde die daheim mal säubern und ja, dann kann man mal schauen, was das für Hülsen sein. Wenn ihr es natürlich so wisst, ja, dann schreibt es natürlich in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Super. Ja Leute, die Ausbeute von heute, das rammt übrigens, ja, liegt gerade vor mir. Wie gesagt, es ist nicht viel. Wir haben hier ein kleines Magazin und einen Ladestreifen. Einen Haufen leerer Munitionshülsen. Wahrscheinlich aus allen Epochen. Und wie gesagt, eine Übungsgranate. Und woher ich mir sicher bin, dass es eine Übungsgranate ist, weil die Übungsgranaten sind durch, dass man sie so aufschmeißen kann und sie sind blau gekennzeichnet und Restbestände von irgendwelchem Schwarzpulver oder so sind auch nicht vorhanden. Und die liegt wahrscheinlich schon die letzten 30 Jahre da. Ja. Aber wie gesagt, sie wird ordnungsgemäß entsorgt und ja, macht euch keine Sorgen. Ja Leute, ich werde es für heute lassen. Ich sage, jetzt waren wir 2 Stunden insgesamt auf dem Weg. Nass besonders auf die Unterhosen und das technische Footwork werden wir uns fürs nächste Mal sparen, wenn es wieder schöner draußen ist. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Wenn noch nicht viel war, wie gesagt, wir haben eine Übungsgranate gefunden, die wird natürlich dann hinterher ordnungsgemäß entsorgt. Und ja, ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, bitte abonnieren. Dann seid ihr mal informiert über die nächsten und über die neuesten Videos. Und ja, ich würde mich freuen, in diesem Sinne, wenn es das nächste Mal wieder heißt, Pass von der Tirol und Tour. Gut, ciao Leute.